Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexseed. Ja, wir haben letztes Mal einen Erkundungspart gehabt und jetzt ist ein Farming-Part dran. Und in diesem Farming-Part bleiben wir in diesem Twilight Forest und holen ein bisschen Holz. Oh, da unten. Hopp. Ja, nicht mal so viel. Ah, stimmt, wir haben ein volles Inventar. Also nicht so gut. Wir setzen mal den Pechsetzling hier hin. Und nehmen nur die Setzlinge mit. Hallo? Setzlinge. So. Also wir müssen natürlich zuerst noch unser Inventar ein bisschen von dem Müll befreien. Dazu gehen wir zum Portal. Da. Nein. Wo war es jetzt schon wieder? Hallo? Da. Okay. So, ich hatte übers Wochenende Ferien. Also, ich war zu Hause. Oh, das ist nicht so gut. Hier ist ist einfach dunkel. Hier kommen überall Monster, würde ich sagen. Dann gehen wir zurück ins Bett. Wieso ist es dunkel? Das geht doch nicht, in Hexseed ist es böse. Die Monster sind so böse in Hexseed. So. Also ich war zu Hause, konnte deshalb keinen Part übers Wochenende bringen. Tut mir leid. Okay, sonst haben wir alles hier. Kerne. So, machen wir die Cobweb noch hier hin. Und den Ofen, ja, den Ofen nehmen wir mit. Und hier Kohle lassen wir hier. Diamanten rein, Eisen mitnehmen. Nehmen wir 20 mit. Twilight Oak können wir noch rein tun. Und das Bett müssen wir auch mitnehmen. Dann machen wir gleich nochmal eine Axt. So. Aber jetzt kommen wir eigentlich wieder täglich Parts. Mehr oder weniger. Mal schauen, wie erfolgreich das Let's Play noch wird. Und weil ich habe auch andere Ankündigungen. Recht viele neue Ankündigungen von Let's Plays. Und die möchte ich natürlich auch immer wieder bringen. Und deshalb kann es also sein, dass es wirklich wieder ein paar Tage geht, bis der nächste Part kommt. Ich hoffe aber, damit hier die Dinge nicht kommen. Die Melonen haben wir angepflanzt, dass die hier nicht wachsen, sondern hier. Und dafür nehmen wir die Fackel, tun sie hier hin. So. Ja, da kann passieren, dass andere Parts natürlich an dem Tag kommen, anstelle von einem Hexseed-Part. Aber ich werde es unten in die Videobeschreibung nochmal schreiben. Wenn das Projekt gut ankommt, kommen die Parts dafür viel. Ja, ist die Chance natürlich hoch, dass die Hexseed-Parts kommen, anstelle von anderen Parts, weil sie natürlich besser ankommen. Und ich belohne natürlich die Parts, die gut ankommen. Und Hexseed kommt eigentlich jetzt momentan am zweitbesten. So, jetzt daneben. Gut, also Hexseed kommt am zweitbesten an. Und das hat schon etwas Gutes dran. Also, soll ich sagen, dass es halt einfach mehr Parts werden kommen werden von Hexseed als von anderen Parts, die nicht anderen Projekten, die nicht so gut ankommen. So, können wir denn mit einer Axt kaputt machen? Nein, der geht glaube ich gar nicht, stimmt's? Der Baum geht glaube ich gar nicht. Ja. Kommen wir da ein paar Setzlinge raus?
Oh Gott, dieses Geräusch. Es ist extremst. Ich will jetzt da ein paar Part. Oh, jetzt. Lol, hier oben geht's. Okay. Gebt mir ein paar Setzlinge. Gebt mir ein paar Setzlinge. Okay, das wusste ich nicht, dass die Bäume hier verzweifelst auch mit Recapitator zusammen funktionieren. Ah, jetzt habe ich einen Twilight Oak Sapling. Gut, den nehmen wir raus. Seeds brauchen wir nicht. So, jetzt brauche ich noch mehr Bäume. Dafür muss ich eigentlich die richtige Biome finden. Da vorne ist irgendwas. Ist das wieder ein... Das ist wahrscheinlich ein Dungeon, oder? Ich glaube, das sind Minotauren Dungeons. Das kann sein. Ich kenne mich nicht so gut aus in Twilight Forest, aber ich glaube, die Runden waren die Minotauren Dungeons. Die sind unterirdisch, da können wir danach mal reingehen. Im nächsten Erkundungspart vielleicht. Wo waren noch andere Bäume? Es leckt wieder ein bisschen. Im Sumpf waren, ja, im Sumpf und dort unten links im dichten Wald. Stimmt. Ja, Hexit war damals, als ich das erste Mal gespielt habe, auch schon so richtig laggy. Ich glaube, da war ich auch im Twilight Forest und hat es immer geleckt. Durch älteren PC, weniger Arbeitsspeicher, hatte ich noch mehr Lags. Ja, das ist der Minotaur Dungeon. Dann mal hier. Minotauren Dungeon. So. Dann haben wir hier oben ein Labyrinth. Ich möchte aber gerne hier beim Grünen noch hin. Das ist etwas Bestimmtes dort. Ein anderes Biom, schätzungsweise. Komm, nicht lecken. Nicht stoppen. Dankeschön. Ich hätte so gern Hexit für 1.17. Dann würde es nicht lecken, weil da die neue Java-Version drin ist und alles Mögliche. Da ist das Grüne. Okay. Level 30 sind wir schon. So. Blöde Chunks, die nicht geladen werden, dann zu Lex führen. Also hier sind wir im Clearing Border. Okay. Und hier ist nochmals ein Labyrinth. Noch ein Labyrinth. Noch eine Höhle. Eine Schlucht. Okay. Ah, das ist... Kann man die schon besiegen? Das ist das, diese Naga. Und hier sind wir in Dense Twilight Forest. Okay, schade. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mach mal hier. Ich glaube, das ist Naga. Naga heißt sie, glaube ich. So. Wo ist sie? Da, ja, die Naga. Okay, wir probieren es mal. Oh, wir haben keine Pfeile. Wir haben Pfeile rausgenommen. Mist. Naga, komm. Nein, nicht zerstören. Kannst du auch etwas? Kannst du angreifen oder so? Boah, sieht das schrecklich aus. Das ist so schreckliche Animation. Aber du nervst. Naga, du nervst. Ja, die ist leicht, also... Jetzt haben wir schon halbe Leben abgezogen. Ach, du nervst, wenn du immer so seitwärts neben mir durchgehst. Uah. Hey, ah, die wird kleiner. Der Schwanz fällt, also die Gliedmaßen fallen ab. Boah, die wird immer böser. Boah, die wird immer schneller. Komm jetzt. Ich hab dich gleich. Ha, jetzt
jetzt habe ich dich. Und was hast du so gedroppt? Oh, ganz große. 33 haben wir jetzt. 3 Level bekommen. Ah, Naga Trophäe, Naga Skull. Da können wir Naga Skull Rüstung machen. Oder Scale. Auf Englisch. Und gut. Haben wir die erste Naga gekillt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit Diamanten schaffe. Und hier haben wir noch ein Hexit. Hexikal Essenz Blümchen. Gut. So. Jetzt müssen wir in diese Richtung gehen. Brechen wir hier auf. Gehen über den Berg. Wenn wir irgendwie über den Berg kommen. Und die Musik nervt ein bisschen. Sonst haben wir eigentlich hier nichts mehr. Oder ist da eine Truhe irgendwo? Nö, ich denke nicht. Okay, dann gehen wir hier außen herum. So. Boah, erschreck mich nicht so. Ich glaube, diese grünen gelben Blätter von diesen Blumen, von diesen Wurzeln. Und nicht Stöcke. Also jetzt können wir hier nach oben. So. Ah, und der nächste Part ist der Baupart wieder. Ein erneuter Baupart. Und dort machen wir aus den neuen Hölzern mal etwas am Haus weiter. Oh, da hat noch gefehlt, die Fichte. So. Gib mir Fichtenbäume. Sachen. Nein, der nicht. Stone Bricks normalen werfe ich raus. Und ja, Fichtenholz. Okay, gut. Hier haben wir einen Dungeon, also einen Turm. Noch ein Turm. Ich möchte gerne in den Sumpf, um die das sind die Bäume wieder. Ah, ein großer Baum von denen. Wie heißen die? Konopi. Konopi. Okay. Wie heißen die? Mangroven, genau. Mangroven. Hilfe. Hilfe, Zombies greifen mich an. Hilfe. Ich bin so unterlegen. Ich bin so schwach. So, jetzt sind wir gleich beim Sumpf und dort ist was Pinkes. Was ist das Pinke da? Ah. Wahrscheinlich diese Pilze dort hinten. Mist. Unser Essen geht wieder aus. Da ist ein Zombie. Ich möchte aber nur ein Mangrovenholz haben. Zombie sieht man uns nicht, okay. Also, hier abbauen. Hier. Komm schon. Fall runter. Der geht jetzt nicht. Wieso geht der andere und der nicht? Okay. Mist. Dann müssen wir nach oben bauen. Ah, jetzt geht er. Okay. Hier haben wir sie. Twilight Mangrove Sapling. Sehr schön. So, jetzt porten wir uns zurück. Machen hier noch irgendwo einen Waypoint. Sumpf. So. Also. Da haben wir einen Sumpf. Hier haben wir noch ein Ding mit den Kisten. Ein Labyrinth. Hier könnten wir noch. Das ist das neue, das ist der Waypoint. Genau, wir gehen zurück. Und gehen jetzt nach Süd in diese Richtung und holen noch das große Holz. Wenn wir das können, also das ist sehr hart, das können wir wahrscheinlich lange nicht abbauen. Das brauchen ungefähr 10 Sekunden für so einen Baum. Oh, nochmals ein
Eine Schlucht. Hilfe, 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 Schlucht, nein. Und dann fällt man runter. So, also, hier, genau. So einen Baum möchte ich hier killen. Ohne dass die Wölfe kommen. Ja, die gehen lange. So. Okay, nicht so lange. ich möchte jetzt den Pilz rausnehmen und die Dinge mitnehmen. So. Und jetzt nochmals zum Portal teleportieren. Eben zu Abkürzungen ist eigentlich gut fürs Let's Play natürlich nicht so gut. Wegen Cheating oder so, aber ich finde teleportieren, wenn man an. Hä? Da muss ich hin. So. Ich finde, teleportieren ist jetzt nicht so viel gecheatet, wenn man genüsslich spielt und es nicht als Cheaten sieht. Also ich sehe es nicht als Cheaten. Wenn ihr es als Cheaten sieht, dann tut mir es leid, aber eben damit erspare ich Laufwege und dann ist das Let's Play auch nicht so manchmal langweilig, wenn ich nur laufe. So, als nächstes wollte ich am Twilight Forest noch ein paar Dinge holen. Erze. Aber zuerst will ich da noch die Bäume anpflanzen, die verschiedenen. So. Vier Setting hätten wir noch. Noch Canopy Trees sind die. Okay. Vier Sapling. Ja, aber wo? Eigentlich dort drüben, aber da müssen wir Bäume fällen. Dann setze ich hier mal ein Birch Sapling hin. So. Hier oben. Ein Spruce Sapling. Da ist so ein Busch. Ah, der wächst hier unten drin. Okay. Das muss man zuerst mal sehen. Lol. Ein Baum, der einfach mal durch die Ding geht. Durch die Decke durch. So, hier möchte ich nochmal so einen. Und dann möchte ich hier gerne ein Twilight Oak. Boah, bist du schnell. Aber nur so klein, okay. Ein Darkwood Sapling möchte ich gerne hier hin tun. Und irgendwo, was mehr Platz hat. Zum Beispiel hier. Vielleicht kann ich auch vier hinsetzen. So, noch ein bisschen Platz machen hier. Hier möchte ich einen Darkwood. Na, das sind die gleichen. Okay, dann tue ich hier noch einen Darkwood Sapling hin. Und die Mangroven Sapling möchte ich ans Wasser oder ins Wasser hinein tun, wenn das geht. Sie wachsen ja eigentlich aus dem Wasser heraus, oder? Das geht nicht. Dann hier. Hier auch fällen. So. Und so. Und so. Dann dort drüben noch ein. Schön ans Wasser. Ah, hier sind die Zuckerrohr. Und dann hier. So. Dann haben wir noch Darkwood, Spruce, Canopy Tree, 4 Sapling möchten wir noch anpflanzen. Und zwar hier. Dafür den Baum wieder fällen, damit der nicht im Weg ist. So. Im nächsten Part, also im Baupark, könnten wir hier auch noch eine Monsterfalle bauen. Oh, zu viel im Inventar. Mist, 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 Mist. Das.
ja noch ein bisschen mitnehmen. So. Okay. Hier wieder diese Setzlinge rein. Und dann eigentlich noch Kisten machen. Oder Kisten haben wir noch oben, stimmt's? Tun wir die oben noch rein, bevor wir dann weggehen. So, gehen wir nach oben. Ich glaube, ich habe die Kisten schon hingetan, oder? Mal gucken. Also, eben in diesem Part noch ein bisschen meinen. Im Twilight Forest. Da habe ich wenigstens eine Kiste. So. Die Trophy kann man sicher an die Wand tun, oder? Yay. Also. Sonst haben wir alles. Einen Eimer mitnehmen. Und am besten noch die Pfeile mitnehmen. Ups. Die Pfeile bitte wieder. Da. Also. Hier noch Wasser einfüllen. Und dann wieder nach oben. In den Twilight Forest. Die Vögelchen. Oh. Wie geht's eigentlich den Chocobos? Das müssen wir im nächsten Part auch noch machen. Okay. Mal schauen, wie das Kleine, wie es dem Kleinen geht vor allem. Und es vielleicht noch weiter züchten. Und wenn wir finden, mit goldenen weiter züchten. Zu einem grünen oder blauen. Ja, also. Ich will doch nur durch. Ich will nicht wieder rein. Ich will nicht wieder raus. So. Okay, normaler Hund, der ist nicht mein. Wir suchen jetzt irgendwo eine. Oh. Ein Golderz haben wir hier. Irgendwo muss hier eine Höhle sein, sonst gehen wir in die Schlucht, wo dort unten ist. Ich denke schon hier entlang. Das kann man sich mit der Schere wegmachen. Ah, hier ist auch eine Schlucht. Und der Minotaur Dungeon ist hier, oder? Ist das der Minotaur Dungeon? Ja. Gucken wir mal den Minotaur Dungeon ein bisschen an. Oh, Fackeln für mich. Hui. Ganz viele Fackeln. Für den Dragon, für die Abonnenten und für die Zuschauer, die nicht Abonnenten sind. Was haben wir hier? Lava. Zombies. Aber keine Minotauren. Hallo. Schleim. Okay. Hilfe, ein Schleim. Wir werden alle sterben. Maze Slime. Du bist böse, du musst sterben. Man in Black. Was ist denn das? Slime Beetle. Der schießt mit Slimebällen, aha. Oh, das ist so ein Käfer, der mich... Nein! Nein! Boah! Schlimm! Laut! Vor allem laut! Hilfe, das ist ein... Das ist ein Böser. Ich sterbe, ich sterbe. Was gegen einen Enderman? Das stimmt doch gar nicht. Und wo komme ich jetzt raus? So blöd, hey. Was sind denn das für OP-Gegner? Ja, sicher, dort oben habe ich... Ich wollte dahin. Jetzt geht's. Jetzt müssen wir wieder finden, denn... Die tote Stelle. Ich bin nicht dort oben. Ich will hier hin. Ja, hier. Wieso kann ich das verschieben?
Nein, ich will nicht dort oben hin. Kann man das nicht anvisieren? Jetzt. Gut. Toll, hey. Wirklich toll. Wo ist die Schlucht? Ah, Mist. Wir sind schon wieder gestorben. Stellt euch das mal vor. Ich werde sowas von weiter sterben. Nein, das ist die... Das ist die Sackgasse. Ach, komm schon, ey. Wieso sind so viele Gegner plötzlich gekommen? Da ist eine Schatztruhe, okay. Wohin? Wo war das? Hier? Nein. Wo war denn das? Hä? Wir sind total falsch. Wo war das? Dieser Schattenbug. Der ist böse. Drago ist so schlecht in Exit. Dieses Let's Play verzögert sich durch mich. Wegen mich. Ah, da sind wir entlang, da. Genau. Und dann sind wir hier und dann rechts, oder? Ne, hier entlang. Was ist denn das? Hilfe, ich bekomme Angst. Ich bekomme so viel Angst. Gott, oh Gott. Das ist ein... Da habe ich keine Chance, so. Ich habe gegen den keine Chance und wieso ist er noch da? Wieso despawnt das nicht? So ein Mist. Echt. Ich habe doch keine Chance, so. Ja, wie machen wir das am besten? Kurz zurückgehen. Oder im Game-Mode dorthin. wie machen wir das am besten? Wo ist das Portal, wenn man es finden will? Dann findet man es nicht. Dort, oder? Ja, da. Mist, unsere Level sind weg. Ich habe gegen den keine Chance. Was ist denn das? Wieso macht er so viel Damage? Und wieso ist unser Baum so groß geworden, den wir gesetzt haben? Fragen über Fragen. Und der Drago ist einfach nur sprachlos. So, das machen wir noch in diesem Part. Komm schon. Das kriegen wir noch hin. Ah, Mist, müssen jetzt die Leute Türen schletzen. Das ist unmöglich, also dieser Weg ist manchmal richtig unmöglich bei der Lautstärke. Wir machen ein Diamantschwert. Wir machen eine eine Eisenrüstung, komm. So. Das noch. Und Stiefel halt nicht. So. Komm, das irgendwie kriegen wir jetzt hin. Ach, noch Essen, aber. Komm. Weizen. Ich hoffe, die spawnen nicht die Gegenstände. Wäre ja schrecklich, wenn das in einer anderen Welt geht. So, wir müssen einfach besser zum Gegner kommen. Ihn irgendwie einkreisen, einbauen. Dann nehme ich das noch mit. Und jetzt geht's los. So, meine Mongrove ist auch gewachsen. Schön. Sehr schön. Wir müssen dann irgendwie ein bisschen besser dort hochkommen. Am besten eine Hängebrücke von dort bis dort rüber. Weil wir sind ja dann oben und nicht unten. Und, ja, mal schauen. Also, jetzt nochmal suchen. Da. Und dann
Dort irgendwo rechts. Ja. So. Dieses blöde Efeu. So, dann sind wir ja weiter hierhin. Kann man die nicht kaputt machen? Mit einer Spitzhacke. Ah, wenigstens hier noch ein paar Sachen. Was ist los? Haben wir keine Sachen da drin? Ah, das ist der richtige Grabstein. Wenn wir die Sachen hier... Wir haben eigentlich alles, oder? Haben wir alles? Naja, die Pfeile haben wir auch. Okay, wir haben alles. Also sind das nicht diese Tombstone, die die Items speichern? Okay, verstehe. Also. Ah, Meath Stick und Vanishing Stick. Ja, das war ein Part, der ein bisschen merkwürdig war. Zwei Tote wegen so einem blöden, entschändenden Gegner-Boss-Teil da. Und, aber die Naga war Bravour. Und ist viel zu laut. Wieso ist alles so wieder so laut? Muss ich noch mehr leise machen? Nun gut. Also, im nächsten Part geht alles wieder ein bisschen besser. Hoffentlich. Ich werde noch zurückporten. Heute ist noch ein Portfolge. Geht wieder nicht. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Ich will nicht dort unten aufwarten. Nein, will ich nicht. Ich will hier hin. Nein. Das ist alles verbuggt. Alles verbuggt. Shit, wo sind wir gelandet? Wo war das? Das müsste eigentlich dort im Süden sein. Da. Ja, jetzt porte ich mich dorthin. Ach Mist, das muss ich jetzt so machen, weil das findet man sonst nicht mehr. Was ist denn los? Wieso sind die Teleporter verbuggt? Die Koordinaten oder was? So ein Mist. Das ist ein Tod, der ist außerplanmäßig. Das geht nicht, das muss ich jetzt total wieder fixen. Wenn ich doch das Richtige markiere, muss ich nicht im Falschen wieder rauskommen. Ah, hi. Wo sind meine Items? Da müsste bei diesem Waypoint sein. Wo war das überhaupt? Ach Mist, ich find's nie mehr. Ich find meine Items nicht mehr. Noch weiter im Süden da. Okay, ich beende jetzt den Part. Schau es mir im Video an, wo das war. Und im nächsten Part habe ich dann die Items wieder. Ja, dankeschön fürs Schauen. Bis dann. So, ihr seht es noch kurz. Ich fliege jetzt dorthin. Das war hier auf einem dieser Bäume. Genau ungefähr beim zweiten roten hier nördlich. Irgendwo hier. Wo war es? Wo war es? Irgendwo hier? Nein. Hier? Ganz oben. Aber wieso komme ich so raus? Wieso komme ich hier raus? Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Das war hier. Muss ich ja nochmal schauen. Aber es war irgendwo hier, bitte. Ach komm schon. Irgendwo hier. Der Part ist zu gut Glück noch nicht so allzu lange. 33 Minuten, glaube ich. Das seht ihr dann im Video. Ich sehe es nicht. Boah, ist ein Holerbaum.
Okay, ich muss noch mal kurz schauen. Bis gleich. So, es ist noch mehr nördlich. Volle Frechheit. Wir sind gleich neben dem roten Punkt, der eigentlich ein Hund zu Hause ist in der normalen Welt. Vielleicht hier drauf. Irgendwo hier. Man sieht so schlecht, also ich habe nur ein kleines Video zur Verfügung. Vom FreeMake Video Converter. Weil der Windows 10 Media Player, der. Ah, hier ist es. Der zeigt nur ein schwarzes Bild. Der kann die Ding gar nicht zeigen. Der kann das Bild gar nicht zeigen. Das ist nur Black Screen. Und das ist nicht so gut. Da. Das Wichtigste fällt natürlich ganz tief runter. So. Also. Jetzt haben wir eigentlich alles, oder? Alles oder nichts. Da haben wir noch eine Ding. Ein Brustpanzer. Da haben wir noch. Okay, hat doch mehr. Die spicken natürlich davon von dem Aufprall. Das sind die Fackeln gewesen. Ganz oben könnte nochmals irgendwas sein. Nö. Haben wir alles wieder. Vielleicht in diese Richtung. Hier, irgendwo hier. Nö. Okay, also das war's. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobase. Tschüss.